Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk und wir reden über den neuesten und ich glaube jetzt der siebte oder achte Teil der Paranormal Activity Reihe, nämlich Paranormal Activity Next of Kin. Und wie ich den Film fand, das verrate ich euch wie immer, wie jeder von euch mittlerweile weiß. Eigentlich müsste ich das gar nicht mehr sagen, nach dem Trailer. Alright, whenever you're ready. We are shooting a documentary because I am about to meet my first biological relative. She's Amish. I'm not. I am not Amish. We are humbled and grateful to have our sister Margot return to us. I've always hoped that I could meet you all, so this is a really special moment for me. Hey, mm-hmm. Mind if I film you for a moment? I like your doll. What's her name? Sarah. You know, that was my mom's name. She used to live here a long time ago. She's still here. What did you say? Whoa. Why would they build a church all the way back here? What is that? The demon Asmodeus was trapped inside a chosen woman of God. This has happened before. What the hell? Are these from my mom? You can't have me and my baby? I know every Amish family within a 50-mile area. Jesus wird kommen, Jesus wird kommen, Christus schont die ganze Erde. Jesus wird kommen, Jesus wird kommen, Christus schont die ganze Erde. Oh my God. Are you sure about this? I have to know. In Paranormal Activity Next of Kin geht es um Margot. Margot wurde adoptiert, hat nie ihre Mutter kennengelernt und zusammen mit ihrem Bruder oder mit einem Freund will sie dann quasi losfahren und losziehen, um herauszufinden, wo ihre Mutter herkommt, wer sie ist. Und dort trifft sie dann oder fährt sie aufs Land hinaus und begibt sich dann in eine Glaubensgemeinschaft, in der die sie herausbekommen hat, dass dort ihre Mutter offenbar herkommt. Und erst wird sie mit offenen Armen empfangen in dieser Glaubensgemeinschaft und muss dann aber sehr, sehr schnell rausbekommen, dass dort irgendwas ganz faul ist in diesem kleinen Dörfchen, in dem sie sich jetzt befindet. Und das ist die Geschichte in Next of Kin, beziehungsweise in Paranormal Activity Next of Kin. Jason Blum, der hier produziert, ist ja Blumhouse Productions, hat gesagt, das sei der schlechteste Teil der Reihe. Und ich weiß nicht, ob ich einem Mann vertrauen sollte, der jetzt vor kurzem erst mit Halloween Ends gezeigt hat, dass seine Produktionsfirma eigentlich nur Bullshit-Horrorfilme veröffentlicht. Und wenn es mal einen guten Film gibt, dann ist es einer von 10. Und ja, ich bin auch ehrlich, Paranormal Activity Next of Kin ist sogar der beste Teil nach Teil 1. Und das muss was heißen, denn die eigentliche neue Prämisse, die dieser Film aufwirft, ist, sie sind nicht mehr einfach nur in irgendeinem Haus und sie sind auch teilweise nicht einfach nur darauf angewiesen, mit einer Wackelkamera zu arbeiten. Denn der Film hat auch teilweise Dokumentationssequenzen, wo Leute vor einer Kamera sitzen und dann gibt es ein Shot-by-Shot, ein Schuss-Gegenschuss-Situation, wie wir das bei uns im Filmsegment nennen, was auch sehr filmisch inszeniert ist und dann auch gar nicht mehr irgendwie diese Wackelkamera hat. Nämlich Regisseur William Eubank hat vorher nämlich schon bewiesen, dass er Horror kann mit The Signal oder vom 2019 Underwater mit Kirsten Stewart, den ich ja erstaunlich gut fand, hat er hier dann quasi den neuesten Paranormal Activity inszeniert. Der
nicht immer wirklich spannend ist, der nicht immer wirklich gruselig ist, aber ein tolles Gespür für visuelles Grauen bietet. Ich finde, dass William Eubank ganz wunderbar langsam die Spannung stetig steigen lässt. Und das für ein Paranormal Activity ist schon mal was Gutes, denn die letzten Teile waren alle unfassbar beschissen. Die gezeichneten oder dieser 3D Paranormal Activity Versuch, der auch überhaupt nicht funktioniert hat. Teil 4 war noch okay, Teil 2 und 3 waren auch schon Quatsch. Und eigentlich hatte sich dieses Genre auch totgeritten, weswegen ich es gut fand, dass sie einen Mittelweg versucht haben zu finden. Zwischen Found Footage als auch zwischen normaler cinematografischen Art und Weise einen Film zu inszenieren. Und ja, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich fand den Film ganz gut. Klar, die Charaktere sind alle vom Reißbrett. Das ist alles ziemlich Humbug, wenn man mal wirklich ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Aber wir müssen uns jetzt auch irgendwie mal auf das Niveau der Paranormal Activity-Reihe runter reduzieren. Denn wir müssen es ja im Segment dieser anderen Filme auch bewerten. Gerade in Halloween, und jetzt ist halt auch fast Halloween, deswegen ist, wir haben ja Schocktober, und da müssen wir auch mal gucken, was dieser Film im Vergleich zu seinen anderen Kumpanen kann. Der erste Teil ist ohne Zweifel erhabens, ich finde, das ist der beste. Und den gucke ich auch immer noch gerne, der erste Paranormal Activity. Aber alles, was danach kam, war entweder nur okay oder sehr schlecht. Und ich finde, dass tatsächlich der neueste Teil okay bis gut ist. Und dass man sich den echt angucken kann. Deswegen gebe ich Paranormal Activity Next of Kin trotz seiner Spannungsarmut und seiner eher labidaren Protagonisten 6 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Interesse, euch Paranormal Activity Next of Kin anzusehen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, von euch zu hören und was ihr über diesen Film eigentlich denkt. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das wäre wirklich toll. Das würde mich auch motivieren, weiterzumachen. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.